Hey du, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Planet Zoo, die erste seit langem. Denn momentan habe ich tatsächlich ziemliche Zeitprobleme. Zum einen lag es jetzt daran, dass ich ja relativ viel auch gestreamt hatte zwischenzeitlich mal und ich nicht bedacht habe, dass die Streams, da ich sie ja reuploade von Pokémon, von Star Wars, von Witcher 1 und natürlich auch noch von Mario und Sonic, wo ich auch schon ziemlich im Hintertreffen bin, dass sie natürlich auch alle Festplatten Platz wegnehmen und deswegen konnte ich dann auch keine Videos mehr aufnehmen. Außerdem bin ich wieder vergeben. Das heißt natürlich auch, dass mein Privatleben wieder mehr Zeit zugemessen bekommen muss. Ja, und dadurch, dass ich ja auch seit Oktober wieder in Teilzeit arbeite, das ist ja die ganze Zeit schon, das alles kommt zusammen und natürlich auch die Renovierung, die ich jetzt dringend abschließen möchte, damit ich halt auch mal meinen Freund zu mir einladen kann. Oh, guck mal hier, wie hübsch das aussieht, dieser Sonnenaufgang und dieses Schneegestöber. Oh mein Gott. Ja, das kommt halt alles zusammen, dass jetzt erstmal nichts gekommen ist. Ja, jetzt soll es aber weitergehen. Ich bin jetzt doch nicht mehr in dem Winterpark, weil ja, das alte Jahr ist rum. Und ich habe jetzt überlegt, ob wir doch wieder in meinem normalen Franchise-Zoo weitermachen. Franchise. Ja, und deswegen sind wir jetzt wieder hier. Und wichtige Warnung erfordert Aufmerksamkeit. Oh, die Werkstatt ist überfüllt. Ja, das ist doof. Ja, da stehen sie tatsächlich schon an. Einrichtungen, warte mal. Mitarbeitereinrichtungen. Was ist eine Dampfmaschine? Werkstatt. Da ist die Tür. Wo ist denn die Tür? Da ist die Tür. So, dann bauen wir nämlich jetzt da noch eine Werkstatt an. Aha, guck. Jetzt gehen die dahin. Was machen? Der arme Kerl muss mir noch anschauen. Vielleicht sollte ich auch mal eine größere Werkstatt bauen. Wow. Ja. Oh, ho, ho, ho. Guck mal, wir müssen hier erstmal Hallo sagen. Wir müssen uns hier erstmal Belohnungen verdienen. An Mr. Tomato Head, Nockmus und T2 Holz. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo wir hier zuletzt gewesen waren. Wir müssen erstmal aufräumen hier. Der Geldautomat ist put, das ist schlecht. Techniker rufen bitte einmal. Gehege, ja. Ich glaube, ich muss hier in dem Gehege von den Straußen und Warzenschweinen, also hier in diesem Ding, muss ich, glaube ich, mal richtig krass ausmisten. So, was haben wir denn hier? Wir gucken jetzt hier mal bei der Genetik. Guck mal, die ist sowieso nicht so mega gut. Das heißt, die wird jetzt ins Handelszentrum verlegt. Schau mal, sie ist so richtig gut. Den verlegen wir auch ins Handelszentrum. Wir werden jetzt hier mal ganz, ganz klar aussortieren. Du bist zu schnell. Eieiei. Noch ein Weibchen. Die Weibchen sind alle gesund. Unsere männlichen Sträuße sind alle. Unsere Blumensträuße. Haha. Die sind alle nicht ganz so gut drauf. Nee, die behalten wir auch. So, hier hinten haben wir noch eine. Das ist unsere Sainabu. Hat eine Lebenserwartung von 58. Sie, nee, sie ist besser von den Werten her. Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen. So. Tierhandel. Jetzt kommen die erstmal weg. Wir gucken mal hier in die Tieraufbewahrung. Pfauen wollte ich noch aufnehmen. Guck mal, hier haben wir noch Warzenschweine, die. Ah, stopp. Hä, warum? Aha, jetzt bin ich da, wo ich eigentlich hin wollte. Mein Löwe ist anscheinend nicht aufgenommen worden. Guck mal hier, den lassen wir mal frei. Das bringt minimal mehr Punkte. Und guck mal, wir kriegen dadurch jetzt auch nochmal so ein bisschen Punkte fürs Freilassen, oder? Hier für die Arterhaltung. Nicht so lang, ne?
Das ist Quatsch, die in den Handel zu stellen. Das wäre echt Quatsch, dann lasse ich die lieber frei. So, Tieraufbewahrung. Ich möchte bitte in der Tieraufbewahrung bleiben. So. Düm, 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 düm. Jetzt, guck mal, wir haben schon wieder 4108 Arterhaltungspunkte. Wir arbeiten uns jetzt langsam zurück. Genau, aber Pfauen wollte ich aufnehmen, Flamingos wollte ich aufnehmen, Hyänen habe ich noch, kleine Pandas natürlich auch. So, Sainabu, ja, komm, Sainabu, die ist eigentlich gut. Ich würde jetzt hier einfach mal, keine Ahnung. Was geht ein Strauß mittlerweile weg? Nee, 50 wollte ich mal. Ich gebe jetzt einfach mal 50 ein. Wenn sie weggeht, dann geht sie weg dafür. Können wir ja einfach mal versuchen. Hier haben wir nur wenig Fruchtbarkeit. Lass dann mal direkt frei. So. Dass wir jetzt hier mal so ein bisschen aufräumen. Dass wir mal wirklich aussortieren. Bei denen, die definitiv nicht bleiben sollen. Ja, ihn hier, er ist Bronze. Aber guck mal, der ist sehr, sehr viel wert eigentlich. Dann stelle ich ihn mal für 800 rein. Weil der ist gut, Fruchtbarkeitsgehen nur 50%. Aber ansonsten ist er eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Da, da. Thompson-Gazelle, Thompson-Gazelle, Springbok. Was habe ich denn hier drin? Sind das welche, die weg müssen oder nicht? Auch mit dem Erdferkel. Ich habe momentan keine Erdferkel mehr, oder? Nee, tatsächlich gar nicht. Leider nein, leider gar nicht. Jetzt muss ich hier mal gucken. Wie kommt man ins Handelszentrum? Was haben wir denn hier? Lebensqualität? Es gibt so wenig Beschäftigung für alle Tiere. Ja, dann müssen wir natürlich mal gucken. Wie sieht's aus? Was haben wir denn hier? Haben wir hier nur noch die beiden drin? Das ist natürlich doof. Dann müssen wir uns mal nochmal ein neues weibliches Bongo suchen. Warte mal. Tiermarkt. King of the Bongo. King of the Bongo. Bong. So, wir filtern jetzt mal. Guck mal, hier haben wir doch ein Weibchen. Die sind jetzt natürlich alle nicht so gut. Haben wir auch ein Weibchen, was nicht ganz so teuer ist? 16,4, nee, das ist mir zu teuer. Das ist mir entschieden zu teuer. Definitiv. Aber die sind alle mega schlecht. Ja, dann müssen wir doch das hier nehmen. So, dann kommt sie jetzt hier. Haben wir hier kein Spielzeug für die Bongos? Guter Beschaffung beschäftigt. Das ist ja katastrophal hier. Warte mal. Gehege. Jetzt filtern wir hier auch mal. Warzenschwein steht kurz. Nein, stopp. Ist sie jetzt schon trächtig? Ich hoffe nicht. Weißt du, da passt man einmal nicht auf. Oh, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Hallo und willkommen. Na du? Es werde Licht. Unser neues Bongo. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die auch entsprechend willkommen heißen. Also. Gehege. Art. Bongo. Guck mal, Futterballspender. Aha, guck mal. Und das hier ist ein Spielzeug. Ah, guck mal, ja, hier war noch gar nichts drin. So, Barika wird sich... Oh. Oh, wie winzig sie aussieht gegen ihn. Kann das sein, dass er ein Riese ist? Immunität ist schlecht. Größe, guck mal, 100%. Jo, der ist richtig groß.
Hier haben wir auch nichts drin? Ach nee, das ist nur uninteressant für die geworden mittlerweile. Das ist nur mittlerweile uninteressant geworden. Nein. Nichts da mit Inzucht. Habt euch doch mal im Griff, Mensch. Oh, ein anderes Schwein. Damit muss ich mich paaren. Das ist mein Sohn. Das macht ja nichts. So, Gehege. Also ehrlich, hier muss man in dem Spiel so aufpassen, dass die Tiere hier keine Inzucht betreiben. Das ist manchmal ganz schön stressig. Wo ist denn der Löwe? Der Löwe ist los. Westafrikanischer Löwe. Winkler? Geschenkbeschäftigung. Guck mal, das ist so ein Weihnachtsgeschenk. Wir haben zwar hier schon einen Karton liegen, aber der Weihnachtsgeschenk ist der Weihnachtsgeschenk. Der Weihnachtsgeschenk wird nie müde. Ja, guck mal, das finden sie toll. Lebensqualität, Futterbeschäftigung. Müssen wir jetzt aber auch nochmal ein bisschen weiter züchten, erforschen hier. Nee, nicht Technikforschung. Stopp, das war falsch. Was habe ich denn erforscht? Barrieren und Design, neue Welt. Veterinärforschung, was habe ich denn hier erforscht? Westafrikanischer Löwe, Bongo und Springbock. Das ist gut, wir forschen weiter am Löwen. Futterbeschäftigung, das ist sehr fein. Das ist ja prima. Gut, ihr Lieben, aber ich würde sagen, das war's für heute erstmal wieder. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Von daher macht's gut und bis dahin. Tschüss!